Hallo, schön, dass du wieder bei Grenzenlos Leben reinschaust. Ich freue mich immer, wenn ich dir mit diesen Videos einige Inhalte weitergeben kann und darf. Und meine Bitte zuerst, hinterlass hier unten doch bitte wieder ein Abonnement. Klick auf das Glöckchen und klick auf das Gefällt mir, weil dadurch wird dieser Kanal immer beliebter. Oder noch besser, guck dir die Links hier drunter an, die zu LBRY-TV oder Odyssey kommen. Das sind die Plattformen, die nicht gelöscht werden, weil sie sicher auf der Blockchain sind. Wer weiß, wie lange es diese Plattform hier noch gibt oder wie lange man hier noch seine Inhalte präsentieren kann und darf, ohne dass wer auch immer entscheidet, ob das gut oder richtig ist. Lass uns heute mal über einen Punkt sprechen, der sehr, sehr wichtig ist und der mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich einige von euch so reden, kommentieren, E-Mails schreiben, an mich schreiben sehe, worüber ich mich immer freue und wofür ich herzlich Dankeschön sage. Vor einigen Jahren hat es mal eine Werbung gegeben, die kennt ihr bestimmt. Nichts ist unmöglich. Toyota hieß die. Und ich dachte damals schon immer, was für eine bescheuerte Werbung. Nichts ist unmöglich, Toyota. Nee, ist klar, es ist nicht unmöglich, sich ein Toyota zu kaufen. Das ist, wenn man so will, eher das untere Ende der Foodchain der Autos. Und ich bin kein Autofreak, ich bin kein Autoliebhaber, aber Autoliebhaber, die denken dann schon eher in anderen Kategorien als Toyota, habe ich mir sagen lassen. Also was weiß ich, Porsche oder Mercedes oder BMW oder tolle Cabrios oder was auch immer. Aber die Werbung war natürlich subtil gemacht. Nichts ist unmöglich. Ja, das schaffst sogar du. Das kannst auch du schaffen. Das geht übers Unterbewusstsein. Warum war die Werbung nicht so, wie sie hätte sein müssen? Also keine doppelte Negierung, nichts und unmöglich. Also die Alternative zu nichts wäre alles und zu unmöglich wäre möglich. Also warum nicht die Werbung? Es ist möglich. Es ist möglich. Alles in deinem Leben ist möglich. Alles. Die einzige Grenze, die es gibt, die setzt du. Die bist du. Die denkst du. Die lebst du. Es ist möglich. Ich höre so oft, zu egal welchem Thema ich gefragt werde, zu egal welchem Thema ich mich mit den Menschen unterhalte. Oh, das kann ich nicht, das schaffe ich nie, das geht nicht, das traue ich mir nicht zu. Ja, du vielleicht, aber ich doch nicht. Doch, du, gerade du, wer denn, wenn nicht du? Du kannst alles, was du möchtest, denn es ist möglich. Und dazu empfehle ich dir die Lektüre eines kleinen Büchleins. Dieses Büchlein von Napoleon Hill, verlinke ich auch hier drunter, hat einen einfachen Titel, Denke nach und werde reich. Aber es geht um weit mehr als um reich werden. Es geht im Kern darum, seine Ziele zu erreichen. Aber jetzt habe ich auch schon viele Menschen erlebt und gehört, die gesagt haben, ja, und jetzt habe ich das Buch gelesen, aber bei mir klappt es nicht. Da fängt die Fehlmethode dann an, ins Spiel zu kommen. Also Grenzen zu finden, Grenzen zu erfahren, Grenzen zu entfernen und Grenzen loszulassen. Und das ständig und immer wieder. Und dann ist es möglich. Alles ist möglich für dich. Bleiben wir bei einem Thema. Nehmen wir das Thema Auswandern, weil ich dazu viel gefragt werde. Ja, ich kann nicht auswandern, weil ich kein Geld habe. Ich habe nicht genug Geld. Das ist ganz oft eine Frage. Ja, das ist doch deine Entscheidung, dass du nicht viel Geld hast. Jetzt kommt die nächste Frage zurück. Ja, ich verdiene halt nur 1500 netto oder 1200 netto oder 1800 netto und habe die und die und die und die Kosten. Ja, das glaube ich dir. Glaube ich dir vollkommen. Und warum gibt es Menschen, die 1200 oder 1500 oder 1800 verdienen und die Entscheidung treffen, es ist möglich, und die Entscheidung treffen, ich schaffe das, die also sagen, es ist möglich, dass ich mehr Geld verdiene? Warum schaffen es diese Menschen? Egal, ob die anfangen, ein Buch zu schreiben, egal, ob die anfangen, aus ihrem Hobby oder aus ihren speziellen Kenntnissen Geld zu machen, egal, ob die anfangen mit Multilevel-Marketing, also Direktvertrieb von Produkten an andere Menschen, erfolgreich zu werden. Es gibt tausende Wege.
Es ist möglich. Wenn du heute entscheidest, ich will am 31. März 2 Monatsgehälter überhaben, dann sagst du mir jetzt, das ist unmöglich. Und sagst wie Toyota, nichts ist unmöglich, aber das ist für mich unmöglich. Und ich sag dir, es ist möglich. Wenn du heute sagst, ich will das erreichen, dann fang an, das zu denken, das zu träumen, das zu visualisieren. Und das ist die wichtigste Technik für dich, und darauf gehen wir in den nächsten Videos Stück für Stück immer mehr ein, dir vorzustellen, dass es möglich ist. Es muss dein dringendster, dein sehnlichster, dein größter Wunsch sein, dass es möglich ist. Es ist möglich, was auch immer. Alles in deinem Leben ist möglich, wenn du das entscheidest. Und da gebe ich dir noch einen Tipp dazu. Dein Unterbewusstsein reagiert auf Routinen. Fantastisch. Das ist auch die Basis des Feel-Konzeptes, dass du permanent den ganzen Tag Grenzen findest, Grenzen erfährst, Grenzen entfernst und Grenzen loslässt. Immer wieder. Weil das schaltet das Denken, dieses ich schaffe es nicht, es geht nicht, das schaltet das ab. Du findest immer wieder Wege, du gehst immer wieder drauf los. Und in dem Zuge, wenn du jetzt darüber nachdenkst, den Satz es ist möglich in dein Leben zu integrieren, dann kannst du das mit einem Prozess, den man Autosuggestion nennt. Du redest es dir und deinem Unterbewusstsein ein. Und das werden wir in den nächsten Videos Schritt für Schritt immer weiter ausbauen. Und das kannst du auch permanent und perfekt in den Feel-Prozess integrieren. Du suchst nach Grenzen, die dir für dieses Es ist möglich im Wege stehen. Du erfährst sie oder du kennst sie schon, du entfernst sie, du findest einen Weg, mit dieser Grenze umzugehen, sie aus deinem Leben zu verbannen, und dann denkst du nicht mehr drüber nach. Und dann findest du automatisch und wie von selbst die nächste Grenze und weiter und weiter und weiter. Und es gibt einen tollen Verhaltenstherapeuten, der das Ganze auch wunderbar erklärt. Auch den verlinke ich unter diesem Video. Dessen Name ist Jens Korsten. Jens Korsten hat tolle Programme entwickelt, die auch dir helfen können, immer besser und immer erfolgreicher zu werden und in dein Leben zu integrieren. Es ist möglich. Es ist möglich, dass du mehr Geld hast. Es ist möglich, dass du mit deiner Partnerin oder deinem Partner glücklicher wirst. Es ist möglich, dass du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin trennst. Es ist möglich, die Entscheidung zu treffen, die dein Leben zurzeit aufhält. Und Jens Korsten gibt dir dafür eine gute Empfehlung. Und die ist, stell dich jeden Tag morgens als erstes 2 Minuten auf einen Stuhl. Jetzt sagst du, hä? Hat er noch alle Latten am Zaun? Nein, der weiß, wie es geht. Weil wenn du jeden Morgen dasselbe machst, wenn du mit Gewohnheiten und Routinen arbeitest, dann lernt dein Unterbewusstsein, dass man sich auf dich verlassen kann. Das ist dasselbe, was Napoleon Hill in diesem kleinen Büchlein dir vermittelt. Du kannst mit Autosuggestion, also mit der gezielten Steuerung deines Unterbewusstseins, dir selber beibringen, dass es möglich ist, dass du es schaffst. Du schaffst alles, was du willst. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, alles, aber wirklich alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht. Es ist möglich. Und das kannst auch du. Denk mal drüber nach und mach was draus. Dein Klaus.